Und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2. Desert Dwellers DLC sind jetzt nach der Konferenz letztes Mal bei der zweiten Schlacht von El Alamein. Und es wirkt ja mit drei Hauptquartieren und acht Runden schon nach einem größeren Szenario, das hoffentlich besser läuft als das letzte. So ein Crusader war hier, glaube ich, ja, letztes Mal das große Szenario. Es bin ich vielleicht ein bisschen zu locker angegangen, weil davor eine Menge kleinerer Szenarien eigentlich sehr gut mit der Goldstufe den meisten Nebenzielen und sogar noch ein paar wieder zurückgeholten Spezialisten und Truppenteilen sehr gut funktioniert haben. Da muss das zweite Alamein jetzt auch mal wieder ein bisschen besser laufen. Die letzten drei Monate von 1942 brachten eine entscheidende Wende für den Zweiten Weltkrieg. An der Ostfront war die 6. Armee der Wehrmacht in und bei Stalingrad hoffnungslos eingekesselt. Im Pazifik verloren die Japaner bei Guadalcanal endgültig die Initiative. In der westlichen Wüste hatte Montgomery geduldig eine überwältigende Streitmacht zusammengestellt, welche die gerühmte Panzerarmee Afrika endgültig besiegen sollte. Eine kleine verlassene Eisenbahnstation nahe der Mittelmeerküste würde dem bevorstehenden Kampf ihren Namen leihen. El Alamein. So, wir haben schon unsere ehemalige westliche Wüste, die ja auch schon ganz gut auch Kommandoreichweite und ein paar Sachen hat. Das 30. Korps, das noch recht neu ist. Und das 10. Korps, das ganz neu ist. Und da war auch nicht mehr so viel Prestige, war das vernünftig abzugraden. Schauen wir mal, wer dann was hat. Und wir haben noch ein Bonusziel für eine nächste Mission. Nochmal rein. 8 Züge. Und es darf nicht wieder so laufen wie letztes Mal. Bloß nicht. Seit dem letzten Einsatz ist fast ein Jahr vergangen. Es ist Roman gelungen, unsere Kräfte bis vor die Tore von Alexandria zurückzudrängen. Hier verhindert die Sinke von Katara Flankierungsbewegung und wir konnten seinem Vorstoß ein Ende machen. General Montgomery hat den Druck von Churchill widerstanden, eilig anzugreifen und konnte unsere Kräfte so auf mehr als 200.000 Mann, über 1.000 Panzer und überwältigende Vorräte an Artilleriemunition aufstocken. Aufgrund der hohen Truppendichte wirst du deine Einheiten im Divisionsmaßstab in den Kampf führen. Deine Befehle sind einfach, durchbreche die gegnerische Verteidigung und zermalme Rommels Armee. Doch, ja. Das habe ich, denke ich, soweit kapiert. Wir sind also hier drüben. Jetzt im Divisionsmaßstab. Normalerweise war man ja da drunter. Da ist das Afrika-Korps nebst italienischen Einheiten. Ich verstehe schon. Wird dann auch eine überschaubare Frontlage, sage ich mal. Also keiner kriegt irgendeine Verstärkung. Und unser Ziel ist es einfach, da drüben hindurchzubrechen. So, El Alamein halten wir. Runde 3 dahin. Runde 3 dahin. Okay, im Total durchbrechen wir es kurz vor Schluss, wäre ein Bonusziel. Was Runde 2 hierhin. Na gut, wenn man 4-5 Runden hat, um ein paar Felder zu machen, dann werden das schon heftige Kämpfe. Wir haben von der Versorgung her sogar noch LKW, die wir platzieren dürfen. Und hier eine Eisenbahn. Ah, der ist betreut LKW doch gut, warum? Weil da noch so viele, das irritiert mich gerade. Nehmen wir an, die gegnerische Versorgung läuft hier auch. Oh, ne, das ist nur ein LKW-Punkt. Aber auch 5 LKW dran sind, die hier auch für das Allermeiste ausreichen. Gut, wer von euch hat denn welche Einheiten? Das 30. Korps hat die Infanterie da vorne, das 10. Korps hat die Panzer. Oder fast alle, den da unten nicht. Und die westliche Wüste, das 13. Korps, hat die Einheiten da vorne. Wer von euch hat jetzt noch was auf Lager? Das ist theoretisch noch was, darfst du es aber glaube ich noch nicht platzieren. Ah, du hast ja noch eine Menge Panzer auf Lager. Gut, würde Erfahrungsverlust bedeuten. Also, na gut, er hätte immer trotzdem noch eine Menge Erfahrung. Ich würde sagen, doch, den machen wir trotzdem mal voll. Wer will hier noch britische Infanteristen?
Dann haben wir euch. Dieses Szenario jeweils, aber das scheint hier. Ich wähle hier immer nur, weil ich jetzt halt immer wieder habe, nicht, dass es hier noch einen Fehlklick gibt. Das scheint hier für so ziemlich alle Einheiten zu gelten. Nur den schwachen Panzer hinten habe ich natürlich noch einen Zug länger. Gut, aber wir haben ja auch noch ein paar Infanteristen und so hat auch Reserve. Die hole ich schon mal raus. Achso, die haben auch keinen Vorbereitungszug, wir sind direkt mittendrin. Hat man diesen schwachen Panzer vielleicht noch? Ein weiterer ohne Vorbereitungszug haben wir in dem Sinne keinen Zugriff hier. Darauf so. Da sind Befestigungen, wenn ich es jetzt ja, schon sehe. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie mit Artillerieeinsatz da durchkommen müssen. Was haben wir hier? 2 Bomber pro Runde. Ein Sättigungsangriff. Das ist, glaube ich, auch der, der die Nachbarfelder alle da noch mitnimmt. Und eine Luftaufklärung. Ich meine, die haben hier alle Artillerie. Wir könnten einfach ganz offensiv versuchen, hier zum Beispiel schon ranzugehen. Und da alles drauf zu bomben und dann mit den Panzern die Position zu nehmen. Zum Beispiel auch den Sättigungsangriff einfach mal dahinter zu schmeißen und zu schauen, was passiert. Oder vielleicht da, und da treffen wir sogar 2 Panzer potenziell. Und den da vorne. Ja, gucken wir einfach mal, was passiert. Ja, das ist der, der auch Schaden in angrenzenden Feldern verursachen kann, aber es jetzt nicht getan hat. Ist aber also mal ein suboptimaler Start, aber andererseits, den haben wir jetzt schon mal. Wenn wir die Einheiten eh nicht alle Länge haben, da ist man geneigt, auch mit den Pionieren so richtig offensiv umzugehen. So, 30. Chor, sonst noch mal hier die Versorgung noch ein günstiger. Wer weiß, was da noch für Missionen im Zweifel kommen. Und jetzt fehlt ein bisschen das Geld, meinetwegen erstmal das Kostenlose. Achso, die haben die. Achso, zuerst haben sie die Erfahrung des Hauptquartiers wurde erhöht und dann hier noch das Ziel erfüllt. Deswegen waren jetzt 2 Sachen, denke ich. Und natürlich auch, wie heftig die Gegner hier zurückschlagen werden. Ja, auch direkt schon Angriff mit den Pionieren. Aber es war klar, dass das natürlich nicht ewig gut gehen wird. Aber wir haben eine ganze Menge von denen, was ich irgendwie auch faszinierend finde. Und da der den Panzer standhalten könnte. Spannenden Befehle. Hier, du hast den Gegenangriff. Der wäre ganz gut für Panzer, nur leider hast du keinen Panzer. Der die Panzer hat, hat den Gegenangriff nicht. Weil Panzer sind stärker im Angriff als der Verteidigung. Natürlich auch jeder unserer Panzer ein Pionier. Ja, wir könnten noch versuchen, uns hier oder hier zum Beispiel mit der Artillerie, ob das eins ist leider nicht wirklich genug, als dass sich das lohnen würde. Also gerade mit den Panzern und auch nicht mit irgendjemandem, der einen Pionier hat. Ich aber sagen trotzdem, einer der Panzer rückt hier schon mal vor. Ob man aber die Position halten kann. Die anderen
Rücken hier hinterher und den Panzer, den wir noch länger haben, der ist natürlich der schwächste von allen. Aber gut, hier sind überall auch Einheiten mit Artillerie vorne. Können ja auch nicht so viel nachschieben. Ich bin gespannt, wie stark jetzt die Gegner zuschlagen werden, sonst beenden wir einfach mal den Zug und schauen, was passiert. Hey, sie sind auch gewillt, ihre Panzer einzusetzen und hauen damit auch ordentlich zu. Sie müssen auch mal wieder primär irgendwie an den deutschen Panzern vorbei, wenn das hier was werden soll. Weil du hast schon 1-0, warte, die sind da, warum sind die nicht versorgt? Sind theoretisch in Versorgungsreichweite, aber wahrscheinlich hat der Gegner keine 100% Nachschub. Sollten wir doch eigentlich nutzen und hier die geschwächten Positionen auf jeden Fall schon mal einnehmen. Also gleich irgendwie einnehmen. So, wir haben hier noch einen Fortschritt, aber kein Geld. Sonst nehmen wir auch erstmal den kostenlosen. Die Position schon mal ein. Dann würde ich gerne diesen Panzer da loswerden. Auch schon hier sich schon mal vorzubereiten, weil der ist ja Zug 3. Aber theoretisch genau wie der. Der Panzer, die Panzer hier sind halt auch gerade geschwächt. Wenn man an die jetzt mit den eigenen Panzern vernünftig rankommen könnte, sollte das was werden. Weil sonst der ist ja eh erst im nächsten Zug. Wenn ihr euch dann auch mit der Artillerie da ranstellt, und das von hier im nächsten Zug erobert und wir uns eher darauf konzentrieren, hier oben und ob wir was anrichten können. Panzer gegen die feindlichen Panzer dann nicht so viel machen können. Das ist hier schon 1-0. Die Zielmarkierung ist ein bisschen im Weg. Dieter hat hier auch Sachen. Jetzt würde ich sagen, du versuchst hier dann 1-0. Gut geklappt hat. 1-1. Natürlich auch nochmal mit der Artillerie drauf schießen. Schöner Treffer. Dann hätten wir zum Beispiel schon ein 0 zu 3. Okay, der Panzer überlebt noch so gerade eben und dann können wir hier versuchen, an die hinteren Panzer vernünftiger ranzukommen. Die allermeisten Einheiten haben wir ja eh nicht nochmal, also. Da bin ich sehr geneigt, zum Teil auch offensiver die einzusetzen. Bist du hier hinten 1-1, aber wir haben ja noch unsere beiden Bomber. Wir haben zum Beispiel diesen Panzer da auch schon versucht, stark zu schwächen. Natürlich noch die. Ja, versuchen wir so viele Feinde jetzt schon mal zu nehmen wie möglich. Na gut, oder sonst vernichten wir doch erst den, weil hier die Überrennchancen höher ist. Aber 70% reichen heute leider nicht. Na gut, der ist trotzdem auch schon geschlagen. Und du, ja. Das sind auch hier schon angeschlagene Panzer. Sicherheitshalber dürft ihr ja doch nochmal einen Schritt machen. Könnt noch dahin. So, dann erobert ihr da als nächstes diese Position. Und wir schauen mal, wie stark die Gegner jetzt noch zurückschlagen und gucken, ob wir noch in die Position dann in Zug 2 reinkommen. Ansonsten. Hier natürlich noch Spezialisten, aber die Truppen hier sind so voll.
Ich bin überhaupt nicht geneigt, so viel hier auszuteilen aus unseren Reserven. Es gibt ja wirklich nur eine Einheit, die wir halt noch länger haben. Und da hat Baku im Moment nichts. Gut, versorgt werden muss, glaube ich, auch sonst keiner. Ich denke, wir können in den nächsten Zug. Eingekesselt, aber ich, wenn er überlebt, gehe ich davon aus, dass wir uns den Weg zu ihm noch freischlagen können. Die gegnerischen Panzer pfeifen ja auch fast alle aus dem letzten noch, aber der überlebt leider nicht. Naja, gut. Und die hier unten haben wieder keine Versorgung erhalten. Also man auch schon sieht, dass die Gegner selber hier doch einiges an Versorgungsproblemen haben. Jetzt sollten wir zusehen, diese Einheit hier rauszukriegen. Eins, null. Artillerieangriff könnte die halt noch weiter unterdrücken. Würde ich sagen, machen wir das. Ich hatte jetzt auf was Besseres gehofft als diese Werte, ehrlich gesagt. Könnten zwar auch Bomben, aber die Bomber will ich eigentlich noch gerne gegen die feindlichen Panzer überbehalten. Haben wir jetzt auch nicht mehr so richtig viele gesunde Panzer. Und das 1-1 ist mir da auch ein bisschen teuer. Aber sonst muss man wohl noch einen Bomber riskieren. Besser, jetzt können im Zweifel auch hier hintere Einheiten das regeln. Hoffe ich einfach mal. Dann wartet du nicht. Du hast auf 1-0. Was doch tatsächlich ein 1-0 wird. Auf 1-1. Ich denke mal, du bist stark genug da reinzugehen und zu hoffen, dass du es halten kannst. Wir schauen mal, ob hier weiter die Gegner alle schön unterversorgt bleiben. Dann haben wir hier diese Einheit. Zum Pionier. Wo wir jetzt sehen müssten, hier noch gegen die gegnerischen Panzer auszuteilen. Die mechanisierten und alles. Was würdest du da? 2-0, das sieht doch schick aus. So, für das 30. Korps. Aber wir haben kaum. Ich nehme sonst erstmal wieder das Kostenlose. 1-1, 0-2 auf den. Und alles nicht so stark. Die auch noch nicht so die allerspannendsten Nerven. Wird natürlich hier noch ein Pionier wieder austeilen. Nur so, dass einer da ist. Ja, meinetwegen Australier dürft ihr auch noch da wieder kriegen. Ja, dann schauen wir mal. Werde auch schon eine Menge abbekommen. Wie sonst da rein? Rückt hier vorsichtig vor. Ich glaube, die Kidna Witch kriegen wir dann nicht mehr. Aber insgesamt sollte das halbwegs funktionieren. So viel dann noch zu dem Ziel.
irgendwie zu den Zielen, aber solange halt die Hauptziele hoffentlich halbwegs bald erreicht werden können. Da wäre es wahrscheinlich praktisch, wenn ein Panzer dann, oder die Panzer, die noch da sind, da hinten den Vollgas geben könnten. Schauen wir uns erstmal das an. Die haben zum Teil jetzt doch leider wieder Versorgung gekriegt. Hier könnten wir erstmal unsere Artillerie wieder drauf schießen lassen. Ja, aber okay, er hätte jetzt 0-2. Oben hätten wir auch durchaus Durchbruchchancen, sonst gehen wir hier und dran. Ist 1-1, Töte ist 1, muss wohl reichen. Oder hätte 0-2. Die Spezialisten alle drauf gehen. So, und dann kann man sich hier drüben langsam auch eine Schneise da aufschlagen. Bei 1-1 gegen den könnte ganz schön teuer werden. Und wir hier erstmal. Auch alle eher in der Nähe des 1-1. Den Bomber würde ich eigentlich gerne diesen Panzer angehen, damit der überhaupt keine Bedrohung mehr darstellen kann. Ah, da wären wieder ein paar Panzerreserven. Das ist gut. Das ist gut, dass irgendwer dann vielleicht doch mal versuchen kann, da durchzufahren. Ihr kriegt mal welche. Erst dann 0-2 wäre es dann aber halt auch ganz schön front, ne? Also wenn wir den überwinden, könnten wir vielleicht noch versuchen oder hoffen, das Ziel mitzunehmen. Dass wir erstmal an dem vorbei müssten. Ja, also Erfahrung kriegt man eine Menge, aber gerade nicht einfach so häufig, finde ich, weil nicht so viel Geld da ist, halt nur kaum nutzen kann. So, wenn es dann gelänge, diesen Panzer zu überwinden. Gehst du auch mal dahin? Okay, da sind noch mehr Feinde. Dann könntest du hier drüben hin. Dann ist der futsch. Du bist sogar noch hierhin vorrücken. Denn, ja, der Panzer riskiert da reinzufahren. Aber lieber keinen Angriff startet. Oh, du übernimmst dann die Position hier drüben, nicht, dass da noch irgendwer durchbricht. Von euch hat wahrscheinlich auf den Mechanisierten keiner hier mehr so einen ganz perfekten Angriff. Na, du dahin. Bis dahin, drückst dahin auf. Und ich glaube, mit dem Bomber schwächen wir lieber nochmal diesen Panzer hier. Jetzt hast du ein 1-0, sehr schön. 1-0 von der teuren Sorte. Reichweite habt ihr alle? Habt ihr sonst noch irgendwelche? Ja, für die Infanterie ist vielleicht nicht die spannendste Sache, jetzt noch groß zu verstärken. Der wäre noch da. Für die Theorie steht da hinten eigentlich einer. Ah, da steht ein italienischer Panzer drin. Das ist dann echt eine Frage, ob man das kriegt oder ob man einfach nur ganz entspannt hier vorne das dann jetzt noch freiräumt. Gucken wir mal. Ja. Soviel auch dazu, das Ziel zu erobern. Jetzt hier aus. Noch ein Panzer drin.
Sonst versuchen wir einfach entspannt noch hier erstmal die Ziele zu erreichen und schauen dann weiter. Also der ist einer mit der stärksten gegnerischen Panzer noch. Aber das lohnt auf den natürlich nicht. Jetzt hast du da ein 14-0. Sehr schön, dann sind wir den endlich los. Leider nicht überrannt. An dem kommt ihr auch nicht so recht vorbei. Wir haben auch keine große Karte mit Feuerunterstützung oder sowas. Schon sehr danach riecht, dass auch mit dem Bonusziel nichts wird und man vielleicht einfach hier entspannt, sonst sucht die Mission, also noch einfach die Ziele mitzunehmen. Die beiden Hauptziele, ohne jetzt andauernd zu große Verluste zu erleiden. Dahin, aber ob das so gesund ist, wenn die alle eh schon kaum noch Lebenspunkte haben. Auch noch Problem, was alles in Reichweite. Ja, dann erobern wir jetzt noch entspannt die beiden Ziele und dann wäre es das wahrscheinlich mit dieser Mission. Also schau mal, du könntest da direkt schon 0-2 reinschlagen, weil dann ist der Gegner weg und wir kriegen hoffentlich noch ein paar Punkte. Für das Ziel wenigstens so ein paar. Dann müssen wir nur noch hier hinten schauen, wie das gehen soll. Die da zum Teil auch schon keine Versorgung mehr haben. Sowieso nicht alle sonderlich stark sind. So, den können wir eigentlich einkesseln. Soll der doch in seiner Befestigung bleiben. Und hier können wir sonst jetzt auch einfach schauen. Haben durchaus Glück. Es kann aber doch, ich hatte schon fast befürchtet, es käme keine unserer Einheiten mehr rein. Hier umstellt den. Hier passt da drüben auf. Jetzt, ob man nicht noch vielleicht die Zeit nutzen sollte. Auch den Panzer, den wir ja noch haben, einen Moment noch aufzurüsten. Also, wenn wir hier auch den Pionier ganz wertvoll noch mitnehmen. Du hast den Bishop. Ach, das sieht ganz wertvoll aus. Ah, den Churchill Tank. Ich werde den vielleicht noch hier an den anderen Panzer im nächsten Zug ausgeben. Der euch auch noch ein Stück zurückstellt. Da hoffentlich nicht zu viel passiert. Und sonst. Ja. Ah ja. Mal sehen, was passiert. Sollte natürlich auch jemand ab und an mal im Ziel drinstehen. Manchmal irritiert mich ein bisschen die Anzeige. Dann glaube ich irgendwie mal, es sei das Feld da drüber, das in Wirklichkeit das Siegfeld ist. Aber da war eh schon runter auf 25 Punkte. Das heißt, an punktetechnisch macht das jetzt keinen Unterschied. Nur wenn jetzt, sagen wir mal, die Mission abläuft. Das wäre dann ein bisschen ärgerlich.
Ja, wir müssten jetzt da hinten sein, aber nee, das war einfach nicht mehr drin. Aber wir können auch Erfahrung hier und da mitnehmen. Das 13. Chor, ich meine Stufe 9 hätte was, keine Frage. Geh mal davon aus, dass wir das schon noch mal haben. So, wenn dann hier auch langsam alle Gegner weggeräumt sind, kann man ja umso entspannter hier ein wenig das schon mal verteilen. Warum? Ach so, ach, das ist immer noch eine Brigade vom Rang her. Das ist eine Division, deswegen kann ich, glaube ich, mehr Spezialisten haben. Dann hast du man auch schon ein paar schöne Sachen. Noch am Überlegen. Ich weiß nicht hundertprozentig, welche Hauptquartiere wir vielleicht noch haben und welche wir nicht haben. In späteren Missionen. Aber ihr dürft im Zweifel schon mal alle eure Spezialisten hier schon mal wieder abgeben. Dass wir da einen schicken Vorrat von bilden können. Und auch sonst. Mal hier all die Sachen wieder her. Ich glaube, britische Infanterie würde noch am ehesten wieder Satz kommen. Und wen hast du noch so? Ah ne, das ist jetzt der Panzer, den wir hier behalten wollen. Okay, ich will die Einheit noch nicht ganz auflösen, falls man sie doch noch braucht. Dann gut, wir haben noch den Bomber so. Der die sogar ganz kaputt macht. Ich würde das Szenario aber gerne noch fortfahren, um jetzt noch wirklich mitzunehmen, was geht. Okay, ich meine, die brauchen wir, um auf den aufzupassen. Du musst auf das Hauptziel aufpassen, aber alles, was wir jetzt noch an Einheiten mitnehmen können. Oder an Spezialisten. Eine warum nicht? Jetzt können wir mal wegen dieser Einheit doch, also nur noch mal ganz sicher zu gehen, den haben wir nicht noch mal. Nehmen wir den Panzer da auch noch mal mit. Und sonst hast du nur noch den anderen Panzer. So, was haben wir hier noch Schönes auf der Liste? Ich hoffe mal, dass sich das jetzt am Ende wirklich lohnt und nicht nur eine Menge Klicks sind. Ich dachte, wenn man das Bonusziel eh nicht erreicht und jetzt noch Zeit hat. Bomber kann natürlich noch Performer da angreifen. Kann dann nicht. Gut, auch keiner, der noch irgendwie ungünstig in ein Ziel zwischenfährt. Ja, also immerhin sage ich mal, das Szenario gewonnen. Wenigstens ein Bonusziel mitgenommen. Bisschen. Lief ganz okay. Und hoffentlich lohnt sich das jetzt halt noch, die ganzen Spezialisten eingesackt zu haben. Immer in die nächste Konferenz und schauen, welche Hauptquartiere denn noch da sind im Zweifel. 25 Prestige ist jetzt nicht ganz so viel. Da Mittelmeer haben wir die nächsten Missionen. Das 30. Chor bei El Agila. Und nochmal das 30. Chor in Tripolis. Okay, 25. Autorisierte Kräfte, ja. Setz seinen Truppenteil transferieren. Das kann beides ganz nett sein, ist jetzt aber auch nicht so wahnsinnig spannend. Aufklärung. LKW haben wir noch? Nee, ich würde sonst nichts kaufen, weil die Kassen einfach leer sind. Und dann im Zweifel mit den 25 Prestige vielleicht noch Einheiten oder so verstärken. Sicher gehen? Nee, da ist nichts. Wir haben
einmal jetzt das 30. und dann können wir die Konferenz, glaube ich, beenden. Ja, dann, ich weiß gerade gar nicht mehr, war das der, der die Panzer hatte? Er hat dann ja zumindest eine starke Panzerbrigade und noch ein paar Panzer auf Reserve. Immerhin etwas. Mal sehen, was wir dann einsetzen können. Ja, und dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.